Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, PokéDentist. Es freut mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In dem heutigen Video werden wir 151 Mini-Tins öffnen, auf Deutsch. Ich war nämlich in der letzten Woche bei Rossmann und bin dort tatsächlich endlich mal fündig geworden und habe mir die gleich vorhandenen dann fast alle mitgenommen, bin ich ganz ehrlich. Und wir werden einfach heute mal reinschauen, was es da so für gute Pulls gibt. Und wenn ihr auch Pokémon-Karten kaufen wollt oder Booster-Boxen, whatever, alles Mögliche, dann kann ich euch empfehlen, schaut mal bei crispycards.de vorbei. Mit dem Code PokéDentist spart ihr dort 5% auf euren gesamten Einkauf und das ist exklusiv für meine Community. Deswegen freue ich mich sehr, das heute in diesem Video bekannt zu geben. Ich werde auch mal hier kurz alles einblenden zu der Seite und so weiter. Ihr schaut gerne mal vorbei und ja. Ansonsten, unten in der Infobox ist der Link nochmal zum Shop und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht viel länger drum rum und wir gehen rein ins Video. Da sind wir auch schon mit den mega schönen Mini-Tins von 151 und ich würde sagen, ich mache die jetzt einfach mal auf, diese Prachtexemplare, und dann sehen wir uns direkt beim Booster-Opening von 151 vom Rossmann. Ich habe die Dinger jetzt aufgepackt und wir fangen einfach von links nach rechts an und ich öffne hier einmal die Magneton-Box. Wir haben hier das tolle Coin und das wunderschöne Bild. Die legen wir hier einfach mal hinter mich. Und die Objekte der Begierde, 151 auf Deutsch. Unfassbar, wie teuer diese Booster geworden sind. Deswegen ist das Rossmann-Angebot einfach toll. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an und gehen rein. Und wir ziehen heute mal ein Godpack. Ich habe Glurak selber noch nicht gezogen. Würde mich also sehr freuen, wenn ich das ziehen kann. Gerne könnt ihr auch mal nach dem Video auf meinem Kanal vorbeischauen und dort nach dem Master Set suchen, wenn euch das interessiert. Eine Karte nach vorne und wir gehen rein in das erste Booster. Ich muss mal ganz kurz mein Mikro etwas umbauen. So müsste das auch passen. Hier einfach ein bisschen näher ran. Man sieht mich immer noch. Tut mir sehr leid. Und wir drehen um und sagen Feuerenergie. Psycho. Was wollen wir ziehen? Godpack. Ein wunderschönes Pikachu natürlich. Porenta. Ein Godpack wäre schon mega geil. Das muss man einfach sagen. Und wir haben jetzt hier ein Gold King. Ich habe in anderen Videos gesehen, Blitzer Reverse, 1 Euro, seht auf meinem Master Pack, Master Set Opening. Whatever, nicht Opening, Mann, was rede ich denn? Ich meine natürlich mein Master Set Zusammenstellung und ein Gearock Reverse. Ich lege die mal außerhalb des Bildes hin und wir haben noch ein Dragoran Holo. Holos nicht so viel wert. Weiter, nächstes Booster. Also nochmal im Klartext. Schaut euch einfach das Video hier oben an, wenn das Video hier vorbei ist. Code Card. So, und wir gehen rein mit der Wasserenergie. Nein, eine Metallenergie. Vulcano, Kleinstein, Hummelhof, Blitzer ist da. Man weiß es nicht, Sterndu, Hingler. Der Energiesticker, Rizeros. Jetzt kommt ein Porenta Reverse. Ah, leider keine SR und Pantimos Holo. Ein Trauerspiel wie eh und je. Nächste Tin ist Sichlor. So, wir haben heute genau 10 Booster. Da freue ich mich natürlich. Ich sammle die Tins mal da hinten. Die braucht ihr nicht zu sehen. Die leeren. Rein da. Heftige Preise. Der Karten, der Einzelkarten, ich glaube, die gehen auch nicht runter, sondern nur noch nach oben. Und ich sage jetzt, Feuer. Wow, Feuer. Ist das ein Zeichen? Sage ich immer, gell? Ist nie ein Zeichen. Nidoran, weiblich. Ein wunderschönes Nebulak. Paras, Voltoball. Ist immer ein Gefühl dass der Kindheit, wenn man hier alle Namen der Pokémons kennt. Alpollo, da hinten glitzert es, aber es wird eine Holo sein. Enteron. Pinsir. Reverse. Bisasam.
Reverse Sandama. Und Smokmok ist jetzt nicht so der Hit. Jetzt kannst du mal hier langsam gönnen. Wie gesagt, Rossmann Minitins. Einfach random mitgenommen. Mit dem 10% Gutschein da aus der App kann man, wie gesagt, 10% logischerweise sparen. Und da sind die auch echt in Ordnung. Also ich glaube 12 Euro und so oder so. Und dann halt irgendwie um die 10 Euro auf jeden Fall. Und wir gehen rein mit der Wasserenergie. Nein. Komm jetzt, ein Hit. TLC. Quapuzzi. Ich predikte, ich ziehe heute ein Pantimos. Hoffentlich nicht. Also ein Illustration Rare. Nidorino. Kokobai. Georock. Arcani Reverse. Voltoball Reverse. Und jetzt wenigstens eine Pullart. Giovanni's Charisma. Cool. Als hätte ich es gewusst. Schön, schön. Bisschen off-center. Aber immerhin ein Hit. Weiter geht es mit der Fleckmontin. Immerhin, ey, eine Full Art. Kann man es stören. Wir haben immerhin jetzt noch 6 Booster. Da kann ja noch was kommen. Oder eben auch nicht. Das ist hier die Frage, die sich mir stellt. Einmal die Codekarte für euch. Einen Korde. Und sagt mir mal, habt ihr das Masterset schon voll? Und dann ist die Frage natürlich auch auf welcher Sprache. Denn das Deutsche ist gar nicht so günstig. Wir gehen rein mit der Kampfenergie. Nein. Hey, wir haben bisher auch noch keine Holo-Energie gehabt. Frechheit. Europe. Also so ein Master, Godpack wäre einfach ultimativ. Falls es irgendwann mal auf meinem Kanal passiert, dass ich in irgendeinem Set ein Godpack ziehe, dann schreie ich, oh, gar nicht so billig, 40 Cent oder so, extremst laut. Voltoball und Pikachu. Und dann haben wir noch ein Elektroball. Die Weiterentwicklung von Voltoball. So. Habt ihr Rossmann Minitins bekommen? Das war wirklich ganz zufällig, dass ich die bekommen habe. Ich bin einfach hingefahren mit der Intention, mir irgendwas zu kaufen. Hab gedacht, okay, es wird immer wieder gesagt, dass es die dort gibt. Aber irgendwie war das bisher jetzt nicht so. Deswegen hatte ich richtig Glück. Da war alles voll. Ich habe aber gleich 5 Tins mitgenommen. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn ich nochmal hingehe und es gibt die nochmal, dann schlage ich nochmal zu. Wasser! Oh, da ist die erste Holo Energy. Wunderschön. Abra, Digda, Traumato. Jetzt hätte ich gerne mal eine SAR. Das wäre doch geil. Ein Starter. Das wäre super. Radweg, Sichlor. Ups, Glutexo. Sepa Reverse. Oh, Sandama Reverse. Und Fuda. Nein. Noga. Holo. Alter, ist das hier die Ausbeute? Feuercoin. Und ein wunderschönes Arcani Artwork. Wasser. Ah, falsch. Codekarte. Jetzt aber. Ich sag kein Wasser, sondern Feuer. Es ist Blatt. Jetzt geht's los. Ich möchte gerne ein Bisaflor SR. Georock. Die Sicherheitsbrille. Immer wichtig beim Pokémon-Karten-Opening. Arcani. Sag mal, der verfolgt mich. Dicktree Reverse. Grabi Reverse. Und eine Fudat. Starmie Holo. Ein Glurak. Und alles hätte sich schon refinanziert, aber ich glaube, das wird nicht passieren bei meinem Packluck. Nämlich nicht vorhandenes Packluck. Und wir sagen Feuer! Nein. Sag mal, ich habe mal gehört, wenn die da drin sind, dass es dann gar nichts gibt. Kein Pull. Stimmt das? Keine Ahnung. Krabi und Jurob. Sandan. Dodu. Dickdreh. Pixie. Tentoxa. Evoli Reverse. Und jetzt kommen wir. Och, Rizoros Reverse. Manuel.
Vulnona EX. Gott, ich habe die ganz vergessen, dass es die auch noch gibt, die Karten. Immerhin eine 2-Euro-Karte. Und wir legen die auch mal daneben. Und jetzt heißt es Daumen drücken für die beiden letzten Booster in unserem heutigen Opening. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr 151 wollt. Ich versuche das Mögliche, nee, das Unmögliche möglich zu machen. So. Hier, sagt Hallo. Das ist Mew. Random. Okay. Wir wollen die Hits und gehen rein mit der Psychoenergie, Wasser. Wasser? Oh, da hinten ist auf jeden Fall eine normale Holo, glaube ich. Glitzer, seht ihr es? Hier oben? Sieht man das? Ja. Smogon, der ist übelst happy. Tangela. Slimer. Bildtransfer. Ein Golbat. Die guten Überreste. Glumanda Reverse. Auch sehr schön. Jetzt aber. Mann! Mankey Reverse und Nogga. Holo. Eieiei. Was glaubt ihr, wer morgen zu Rossmann fährt? Nein, Spaß beiseite. Aber Last Pack Magic wäre doch jetzt mal was, oder? Einfach eine schöne SAR. Und wir gehen rein mit dem Feuer. Oh nein, nochmal hier. Hoffentlich stimmt es nicht, was ich vorhin behauptet habe, dass diese Holos sagen, dass man nichts mehr pullt. Kokuna. Babzel. Bonita. Pikachu. Mashok. Yugong. Nocturne. Und jetzt machen wir langsamer. Hier ist Nidoqueen Reverse. Nein! Dufloor. Und das ist geil. Das ist eine richtig geile Karte. Bisasaur EX. Die hat auch auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und ist gar nicht mal so wenig wert. Schöne Karte. So, jetzt haben wir hier unsere Ausbeute aus... Moment. Ich weiß nicht, ob man die dazu zählt, aber ich mache es einfach mal. Hat übrigens nicht gestimmt, wenn die drin ist, dass kein Pull kommt. Eck. Ja. Was laber ich heute? Es ist sehr spät, es tut mir sehr leid. Ja, das ist unsere Ausbeute aus unserem 151 Mini-Tin Opening. 10 Booster. Ich finde es ganz in Ordnung. 2 Full Arts, eine EX-Karte. Da kann man sich eigentlich eher weniger beschweren. Man kennt's ja. Deswegen, lasst mir gerne ein Like auf das Video da. Ein Abonnement würde mich auch sehr unterstützen. Und ein netten Kommentar, wie immer. Ja, es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, whatever, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder und ich sage ciao, ciao! Willkommen bei Pokédentist, hier fängt der Spaß an. Gemeinsam mit euch Booster öffnen, das ist mein Plan. Tägliche Shorts und wöchentliche Videos, klar!